Und heute eben bin ich. Grüße aus Belgien. Grüße nach Belgien zurück. Und ich warte auf die Christine. Grüße aus Fulda, das ist bei mir um die Ecke. Ich bin der Pfarrer. So, ich hoffe, bei euch laufen die Weihnachtsvorbereitungen auch. Weihnachtsbaum steht schon. Wir haben ja immer einen echten. Es gibt ja auch Anfrage ansehen, da ist sie, von der Christine. Fragen wir mal, wie es bei der Christine aussieht mit Weihnachtsbaum und so weiter. Und wenn ihr Fragen habt, einfach reinstellen in die Kommentare. Was ich weitergeben kann, gebe ich weiter. Auch ich sehe dich nur halb, Christine. Hallo. Ich habe auch gerade überlegt, jetzt irgendwie bist du ganz schön bei mir so auf dem Kopf. Ja, okay, warte. Irgendwas habe ich hier jetzt wieder eingestellt. Erzähl doch so schön weiter, das war so niedlich. Ich stelle einfach mein Handy mal richtig ein. Ja, mach nur. Ich sehe ja schon im Hintergrund, Mensch, was für ein toller Weihnacht. Ist das ein Weihnachtsbaum oder ist das nur so ein Strauch? Nee, das ist ein Weihnachtsbaum. Ein weißer. Nein. Geil. Nein, aber fein. Mhm. Das ist ein echter? Nee. Nee? Nein, der ist auch wirklich nur so, ne, so quadratisch. Ach so, so ganz gut. Kleiner. Genau, aber ich finde den so niedlich, weil der so weiß ist und wenn das ist dann außen auch so dunkel ist, das herrlich, wenn es dann, du hast einfach Farbe dann, ne, herrlich, mag ich. Ich habe letzte Woche war das, glaube ich, habe ich die Rossi Carrera Skala gesehen in Leipzig und die hatten auch einen ganz, ganz großen echten, die haben den weiß eingesprüht, das sah auch toll aus. Ach, wie schön, ja, sehr cool. Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung? Voll. Ja? Ja. Wie sieht sowas aus? Ich glaube, ich habe alles dekoriert, was man dekorieren kann, ne? Mit ganz viel Zeit und Langeweile will ich das jetzt nicht nennen, aber ich habe ja Zeit zur Zeit und 8000 Lichterketten und ja, ne, so jetzt hier weihnachtsbaummäßig, dann habe ich mir so kleine niedliche Weihnachtsmänner gekauft, die dann irgendwie so Paillettenhütchen haben, ja, also der arme Matthias, der muss echt leiden. Aber er kommt noch durch die Haustür, das ist die Hauptsache. Also. Ist er auch so? Ist er auch jemand, der Weihnachten mag? Wie sehen die nächsten Tage bei euch überhaupt so aus allgemein? Wie verbringt ihr die Weihnachtszeit miteinander? Ja, sehr ruhig, leider. Ne? Wir müssen ja so ein bisschen Rücksicht jetzt leider nehmen. Normalerweise wäre es sonst Trubel, also Familie, es wären dann alle da. Und dann würde ich versuchen, einen Braten zu zaubern. Wahrscheinlich würden wir dann doch bei Burger King landen, aber ja, schauen wir mal, was da so auf uns zukommt. Ich hoffe ja, dass es schneit. Ich habe vorhin gerade einen Alert bekommen, dass wir weiße Weihnachten kriegen sollen. Das wäre natürlich mega. Ehrlich? Das hat man ja schon viele, viele Jahre nicht mehr. Ja, das eben, genau. Würde ich mich auch drüber freuen. Mensch, es ist noch gar nicht so lange her. Da hatten wir, ich glaube, es war im August, ne, oder im September, das Vergnügen schon mal hier bei Stars um 6. Und jetzt ist ja in der Zwischenzeit wieder einiges passiert. Legendär. Wo ich heute noch Gänsehaut bekomme und auch oft noch das Video anschaue, war natürlich der Auftritt beim großen Schlagerjubiläum. Und ich habe heute mit meiner Freundin schon zusammengesessen, beim Mittagessen, ich muss dann nochmal nachfragen, wie war das? Das war doch ein gigantischer Abend für dich, oder? Ja. Ja, oh mein Gott. Völlig, völlig crazy, weil du gehst ja normalerweise so, ja, hast deinen Song im Gepäck und dann halt ab ins Fernsehen und macht eine schöne Show. Und wenn du dann irgendwie, wenn sowas passiert, dann weißt du eigentlich gar nichts mehr. Also ich weiß auch wirklich von dem Moment, bis auch zu dem Auftritt und so weiter, null. Ja, also ich liebe es ja, auf alles vorbereitet zu sein, weil ich bin stark. Ne? Ja. Und ich glaube, ich habe mit allem gerechnet, nur nicht mit so einer großen dann doch Liebeserklärung, öffentlich im Fernsehen. Also das war auch echt hart. Also, und eigentlich auch von der, Entschuldigung, ich unterbreche, eigentlich auch von der ganzen Familie. Ne? Also ich fand das beeindruckend, wirklich. Auch wie Julian und Marie gesprochen haben, Matthias ja sowieso, der ja immer von dir schwärmt, was ich großartig finde, auch nach 7 Jahren, die ja mittlerweile, glaube ich, auch schon zusammen seid. Ne? Also, war eine ganz, ganz tolle Geschichte, muss man wirklich sagen. Ja, wir sind nun mal auch irgendwie so eine kleine crazy Familie. Und dadurch, dass jetzt auch Juli und Marie halt auch öffentlich sind, passiert halt viel von uns öffentlich. Und teilweise kann man das auch gar nicht lenken, weil einfach jeder so mit seinem Instagram total aktiv ist und so weiter. Ist ja auch völlig okay. Das ist ja auch die heutige Zeit. Und wir haben aber dennoch miteinander als Familie 7, jetzt knapp 8 Jahre fast, also fast 8 Jahre, ne, roundabout, gemeinsam erlebt. Und diese 8 Jahre,
gepackt dann in diese wunderschöne Sendung. Das war also wow, da hatte ich echt so ein ICE durch meinen Zug, der so durchraste mit allen Erinnerungen. Ja. Ich hab schon eine tolle Truppe an meiner Seite. Die sind echt, ja, ich liebe sie. Im Sommer kam das Album stark. Ja. Jetzt war es ja, ich meine, das ist ja immer noch tagesaktuelles Thema, ein außergewöhnliches Jahr. Wenn du jetzt, heute ist der 19. Dezember, ein Fazit ziehst für Christine Stark von 2020, was bleibt bei dir hängen außer Corona? Oh, ich glaube, es ist nach wie vor immer der Weg, den du gehen musst, ne? Und auch gerade mit dem Stark-Album habe ich für mich eine musikalische Entdeckung gemacht. Also das war so eine Reise bis dahin, über die Jahre hinweg, mein Sound zu finden, meine Sprache und so weiter. Und ich hatte jetzt die Chance bekommen, mit diesem Album auf diese Reise zu gehen und dann ja, mal zu gucken, ob auch die lieben Menschen da draußen das so annehmen oder auch genauso empfinden wie ich. Und ich glaube, dass ich ganz, ganz viele Punkte getroffen habe, die nicht nur ich empfinde, sondern dass Christine Stark, also ich, eine Sprache entwickelt hat, die gemeinsam gesprochen werden kann mit den ganz, ganz vielen Menschen da draußen. Und das macht unfassbar viel Spaß. Ich hätte es so gerne auch öfter mal live ausprobiert, ja, diese Songs da draußen mal live rauszuhauen. Ein, zwei Mal hatte ich ja das Vergnügen. Natürlich unter gesonderten Regelungen, das ist dann natürlich schwer, aber ich glaube, es ist ein Weg und ich bin so, so sehr auf dem Weg und ich habe an allem so einen Spaß und ich bin auch kein Hektiker, ja, also so, lass laufen, was passiert, ja. Wenn es so sein soll, dann wird es so sein und wenn nicht, dann ist es auch okay. Hauptsache gesund und glücklich. Klingt ein bisschen schleimerisch, aber ist genauso gemeint. Ja, ist glaube ich auch mittlerweile oder ist eigentlich immer so auch das Wichtigste, dass man natürlich mit dem zufrieden ist, was man tut, dass man gesund ist, ist das A und O. Ja, ja. Das ist ja auch wirklich ein außergewöhnliches Jahr. Wenn ich jetzt das Fazit ziehen dürfte für Christine Stark, muss ich schon sagen, dass es für dich halt trotz allem wirklich ein gutes Jahr war. Du hast eine gute Fernsehpräsenz gehabt, hast ein Album rausgebracht. Jetzt fehlen natürlich die Auftritte, aber die werden ja hoffentlich nächstes Jahr wieder kommen, oder? Ja, ich weiß ja schon ein bisschen mehr. Nein, also ja, wenn es dann Corona zulässt, also ich wünsche mir, dass Corona endlich abhaut und unsere Menschen in Ruhe lässt, dann werde ich auf jeden Fall nicht leise werden. Ganz im Gegenteil, sondern ich freue mich auch darauf zu gehen. Und Fernsehen hin oder her, das macht immer ganz, ganz viel Spaß und das ist ja auch wirklich ein tolles Team. Und es hat auch immer eine gewisse Präsenz für die Songs, ne? Also ich freue mich immer sehr, wenn ein guter Song so eine Reichweite bekommt und gehört werden kann. Und wenn er dann auch noch connected mit den Menschen, mega. Aber das eigentlich Tolle ist wirklich live, weil wenn die Menschen diesen Song dann kennen und ihn dann auch noch gemeinsam mit dir singen, dann brauchst du eigentlich nur das Mikro oben raufstöpseln, umdrehen und sagen, so Leute, ich hole mir jetzt ein Bierchen und ihr macht den Rest. Das ist so der Moment, der eigentlich am schönsten ist, weil du es dann teilen kannst. Im Fernsehen bist du, da sehen die lieben Freunde da draußen, die sehen ja mich, aber ich sehe sie nicht. Und ja. das fehlt mir so. Also ich muss ja, ich würde so gerne mal wieder in was anderes gucken als in eine Kamera. Ich möchte in Augen gucken. Ja, und ich hoffe so sehr, dass meine Pläne für 21, 22 umgesetzt werden. Dann wird's stark. Das wird es definitiv. Ist es bei dir jetzt auch so, dass man von diesem Jahr viel vielleicht oder versucht schon aufs nächste Jahr terminlich zu legen? Ist ja bei vielen Künstlern so. Viele sind ja, ich meine, du gehörst ja auch dazu, die da echt jede Woche auch unterwegs sind. Ist viel verschoben worden oder ist vieles grundsätzlich abgesagt worden? Also 50-50. Viele Sachen, große Tourneen, zum Beispiel die XXL-Tournee mit Florian Silbereisen zum Beispiel, die ist ja verschoben worden. Dann auch die Matthias-Reim-Tournee natürlich verschoben worden. Das sind so Sachen, also einmal so große Sachen, die man verschieben kann, auch aufgrund von Hallenkapazität. Aber es wird dann natürlich spannend, ob wir das nächstes Jahr so umsetzen können, weil das ja Arenen sind. Also das sind ja gleich so riesige Veranstaltungen. Und dann gibt es halt natürlich, was ich aber super verstehen kann, auch aus Respekt vor unseren lieben Veranstaltern, ohne die das so nicht möglich wäre, die natürlich gesagt haben, ich muss meine Firma und meine Menschen, meine Mitarbeiter schützen. Also ich sage jetzt einfach mal das nächste Stadtfest leider ab. Ne? Oder
Also ich glaube, ich hätte mich dieses Jahr vor Weihnachtsfeiern gar nicht retten können. Ich hätte Dauerglühwein getrunken, ne, hätte Corona uns den Strich nicht durch die Rechnung gemacht. Aber was soll man meckern? Meckern ist eigentlich nicht so mein Ding. Wir können es ja nicht ändern. Ja, also ich bete nur zu Gott, mach die Schotten wieder auf und Ja. lass Corona verschwinden, natürlich unter den Bedingungen. Und dann let's go. Gibt uns bitte ein bisschen Normalität zurück. Ich glaube, das fehlt uns allen. Also da müssen wir ja alle echt viel einstecken. Absolut. Ich habe ja, wie du auch, ein bisschen immer noch das Glück gehabt, dass ich drumherum natürlich trotzdem das ein oder andere zu tun habe. Aber man hat Ja. eben auch viele Kollegen, die gerade auch, da denke ich jetzt auch an den Tontechniker oder an den klassischen Menschen, der halt bei Events arbeitet, der vielleicht seit März überhaupt keinen Job hat. Das ist schon außergewöhnlich, auch das psychisch zu verarbeiten. Ja klar, da hängen ja auch ganz viele Familien dran, ne? Ich lese ja jetzt zum Beispiel auch an den Bands, die dann auch meistens alle verheiratet sind, Väter von Kindern und so weiter und so fort. Und ja, da wird es dann schwer. Und zu behaupten, Musiker oder alles, was damit dranhängt, das sind ja auch so Caterer, Ja. Bühnenbauer und so weiter, ne? Die haben ja alle. Das ist deren Job, also, ne? Und die planen ja meistens auch schon Monate, wenn nicht sogar Jahre im Voraus. Sehr, sehr tricky. Und ich finde schon, ich bin eine ganz große Kämpferin davon, zu behaupten und zu sagen, dass Künstler oder Musik natürlich systemrelevant ist, weil wir sind Psychologie. Ja, wir sind dafür zuständig, dass es den Menschen gut geht. Wir sind dafür da, um den Alltag abschalten lassen zu können. Dafür hat der liebe Gott uns eine Stimme gegeben und dafür rennen wir voller Herzblut auf die Bühne und sagen, Here I am. Also na klar sind Ja. wir systemrelevant. Und das Team, was dann meistens um einen Künstler herum ist, das sind Hunderte, wenn nicht bei großen Sachen natürlich Tausende von Menschen, die alle davon abhängig sind. Und ich glaube, ich will gar nicht wissen, wie viele Existenzen wahrscheinlich irgendwo sich überlegt haben, und jetzt? Und dieser Gedanke ist furchtbar. Also der ist wirklich, wirklich, wirklich furchtbar und schwer. Also man merkt, ne, wir kommen so ins Plaudern, beziehungsweise eigentlich rede ja nur Ja. ich die ganze Zeit. Nee, das ist aber schön, ich höre dir gerne zu, weil es ist, du sprichst ja das auch aus, was wirklich auch viele denken. Und ich persönlich kenne in meinem Umfeld jetzt schon Leute, die aus der Branche kommen, die eben auch schon umgeschwenkt sind, die jetzt in ihren Beruf, den sie mal gelernt haben, erstmal zurückgegangen sind, um überhaupt zu überleben. Es ist ja eigentlich schlimm. Aber lass uns jetzt weggehen, lass uns ein bisschen was Positives sprechen. Ja, Ja. und ich habe mal so den Gedanken, also ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, man könnte ja theoretisch einen Abend, ja, das Konzerterlebnis schlechthin. Man macht einen Abend mit Matthias Reim, Christine Stark, Julian Reim, Marie Reim und Michelle. Wäre das nicht mal eine Idee für ein Event? Oder gibt es das schon? Also ich glaube, die Halle wäre definitiv ausverkauft Ja. und das wäre eine Mega-Party. Also das wäre ja, da wären wir alle auf einem Ja. Haufen. Die Idee ist nicht schlecht. Und glaube mir, du warst nicht der Erste, der mit der Idee Ich um die glaube. Ecke kam. Also ich glaube, dass es so eine Tour mal geben wird. Wenn wir uns wieder mal sprechen, sage ich, damals habe ich es geahnt, weil es ja eine perfekte Mischung einfach wäre an dieser Stelle. Der Alexander aus Österreich hat eine Frage gestellt, und zwar, Ja. wir haben ja so viele Künstler so Rituale vor Auftritten. Gibt es da bei dir auch was, was du immer machst, bevor du auf die Bühne gehst? Oh Gott, soll ich jetzt ernsthaft mein Ritual verraten? Also falls jetzt Kiddies zugucken, da kommt ihr auch noch in das Alter, aber es beruhigt mich halt. Ich trinke unfassbar gerne ein Bier vorher. Ich muss ein Bier trinken. Also es Ja. klingt richtig, ist natürlich doof, wenn es eine Kaffeekränzchen-Veranstaltung ist, ne, so nachmittags um 16 Uhr oder so. Aber vor jedem Auftritt gibt es ein Bier. War immer wieder sonntags, wahrscheinlich dann morgens um 7. Das ist die einzige Veranstaltung, wo ich dann drauf verzichte. Und im ZDF-Fernsehgarten dann auch nicht. Das ist dann doch zu früh. Okay, das ist dann doch zu früh. Bist du jemand, jetzt gerade um die Weihnachtszeit wird ja viel Glühwein getrunken. Ich bin ja gar kein Fan von Glühwein. Wie schaut es da bei dir aus? Oder trinkst du auch mal zu Weihnachten andere alkoholische Getränke, die man sonst das ganze Jahr nicht trinkt? Bin ich spannend. Also, wie gesagt, eigentlich immer Bier. Bier geht immer. Ich liebe Bier. Aber ich trinke zu Weihnachten, also jetzt, wenn es kälter draußen wird, unfassbar gerne Wein. Und dann muss es so Okay. ein richtig schön schwerer Wein sein. So am liebsten so ein Rioja. Die sind, also ich glaube, es ist ja ein spanischer, ne? Ja.
Und die sind sehr, sehr schwer. Also Bier oder Wein? Glühwein ist auch nett, aber muss nicht. Also ich bin ja, ich trinke ja auch sehr, sehr gerne Bier und seit Corona trinke ich noch viel mehr Bier als früher. Sonst war ich immer so der klassische Mixgetränke. Gin Tonic und sowas ist eigentlich mein, Ja. ist so eigentlich so mein. Die Lena fragt gerade, wo sie von dir eine Autogrammkarte herbekommt. Ich glaube, das ist relativ einfach, gell? Wo kann man sich da hinwenden? Ja, ihr schreibt einfach an mein liebes Management, das ist in Berlin. Ja, das ist Gervinostraße 12 in 60129 Berlin. Ich würde sagen, ich packe es einfach gleich nochmal in meine Story. Ja, Da mega verlinke ich cool. eine Adresse und dann könnt ihr mir Autogrammpost schicken. Ich habe auch gerade jetzt vor 2 Tagen wieder nochmal eine Ladung gemacht und diese Briefe und diese ganzen Geschenke, das ist unglaublich, wie niedlich ihr seid. Also, Das wow. hat sich wahrscheinlich auch extrem so entwickelt, ne? Wie war denn das Gefühl? Ich kann mich auch noch dran erinnern, ich habe auch mal einen Brief gekriegt von einer Dame, die immer meine Fernsehsendung guckt und das war das allererste Mal damals. Ich dachte, wow, jetzt will jemand von einem Autogramm. Aber bei dir kommen ja da wahrscheinlich Berge mittlerweile an. Ne? Das ist ja irre, oder? Na, es ist schon ein bisschen mehr geworden, aber das Schöne ist eigentlich, es sind nicht so diese klassischen Umschläge, wo dann drin steht, 3 Autogramme für Brigitte, Peter und Klaus. André, sondern genau, sondern du kriegst mittlerweile Briefe. Also wirklich Geschichten, die mit den Geschenken finde ich natürlich am coolsten. Ja. Und das ist eigentlich total schön, weil ich merke, dass die lieben Menschen und Freunde da draußen sich scheinbar mir gegenüber öffnen. Also sie wollen sich mitteilen, ja, oder mit mir etwas teilen. So wie ich meine Musik mit ihnen teile, möchten sie ihre Geschichte mit mir teilen. Und das ist total interessant. Also es gibt nichts Schöneres wirklich, als sich abends mit einem, zu der Jahreszeit jetzt mit einem Glas Rotwein, hinzusetzen und in aller Ruhe diese Fanpost wirklich anzunehmen und mal durchzugehen, dann schreibst du auch ein Autogramm ganz anders. Also wenn du dann für Brigitte drauf schreibst, ist es nicht für Brigitte und tschüss, sondern für Brigitte, ah, ne? Also ganz anders. Also es ist wirklich, ja. Schreibt gerade, ich nehme an, den Branchenkenner schreibt gerade in die Kommentare, unterschreibst du auch wirklich alle Autogramme selber? Ja, Glaubst natürlich. du? Ja gut, es gibt ja tatsächlich Künstler, ich kenne auch welche, ich werde keine Namen sagen, wo einfach der Manager dann das Autogramm schreibt, ne? Nein, Das, echt. ich kenne welche, tatsächlich, ja. Das ist Finde ich aber aber schade böse. einfach, ne? Wird es bei Nein, Christine Stark garantiert nicht geben, liebe Fans. nein, nein, Ja. nein, nein. Und wenn ich da 2 Tage durchpauken muss, dann ist das so. Das gehört dazu. Und das soll ja auch ein Unikat dann sein oder was weiß ich. Also es soll echt sein. Hallo, ich meine, jetzt stell dir mal vor, ich hätte jetzt mein Autogramm von Pink oder so und die hätte da so einen Stempel drauf gedrückt. Das meinst Ja. du, wie böse ich da wäre? Ja, das glaube ich. Nein. Die Babette fragt gerade nach, wo hast du da, in welcher Stadt hast du deinen Lebensmittelpunkt? Auf in Mallorca oder auf Deutsch? In Deutschland. Auf Mallorca oder in Deutschland, so ist richtig. Oh Gott, natürlich in Deutschland. Also ja, natürlich in Deutschland. Meine Family, also Mama und so weiter, die wohnen ja alle im Osten, oben Ja. bei Schwerin. Und ich habe mir hier so mit der, wir nennen das schöne Wort, was ihr euch ausgedacht habt, mit der Reim Family Ja. hier am Bodensee quasi Ah, ein toll, zweites ne? Zuhause gebaut. Ja. Da wohnen, wo andere Urlaub machen. Mache ich ja auch, ich bin ja im Thüringer Wald zu Hause. Also wohnen sie auch Oh, schön. schön. Ja, es gibt schon, Ja. und das war ja auch dieses Jahr auch so eine Chance, die man einfach mal hatte. Man hat sich in Deutschland einfach mal ganz andere Ecken angeschaut. Hast du auch dir dieses Jahr mehr in Deutschland oder hast du überhaupt mal Urlaub gemacht jetzt im Sommer? Wart ihr mal irgendwo? Habt ihr mal ein bisschen Freizeit verbracht? Es ging ja meistens nicht so weit weg dieses Jahr. Ja, es war natürlich schwierig, klar. Aber wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit Italien entdeckt. Und jetzt muss ich überlegen, war das dieses Jahr? Ja, doch, es war dieses Jahr. Krass. Okay. Und da nehmen wir uns so diese Auszeit, weil, also dazu muss ich wirklich kurz erklären, es ist sehr, sehr schwer in einem Künstlerhaushalt, wo noch 2 andere Kiddies auch Künstler sind, abzuschalten, weil einer von uns hat immer was zu erzählen. Einer von uns hat immer einen neuen Song geschrieben und einer von uns hat immer mega gute Laune, wenn der andere vielleicht gerade mal Fernsehen gucken will. Und das heißt, hier ist es sehr turbulent, was eigentlich sehr schön ist, weil es sehr kreativ ist und wir alle liebevoll miteinander umgehen, wirklich. Und dennoch braucht man aber mal so einen Punkt, wo man den Kopf ausschaltet. Ja, Das ist mega total. wichtig. Und da haben wir dann Italien entdeckt, sind dann zum Comer See gereist für ein paar Tage.
Und ich weiß nicht, wie lange ich auf dieser Backsteinmauer saß und einfach nur meine Beine da in den See baumelte. Und dann siehst du ja auch noch die Berge, teilweise eine Landschaft, ein Traum. Und dann hörst du nur dieses Wasser plätschern. Da hörst du dann keine Musik. Es ist nur so du und die Natur. Und das ist ein richtig schöner, cool Downer. Also einmal so richtig schön runterkommen. Also wenn es nach mir geht, sofort wieder ab nach Italien. Pack die Badehose ein und ab zum See. Finde ich jetzt auch klasse, was gerade jemand reinschreibt. Ich habe dich letztes Mal beim deutschen Musikfernsehen mit kurzen Haaren gesehen. Mach das bitte nie wieder. Okay, Mach waren es die das. roten oder die blonden kurzen Haare? Ja, Also beides war ein Unfall, aber beides war cool. aber du bist ja gelernte Friseurin sogar, ne? Und Ja, Hairstylist. genau. Ja. Ah, jetzt muss ich dir schon ein Kompliment machen, so wie du aktuell deine Haare trägst, sieht schon sehr, sehr gut aus. Ja, das ist, also ich war jung und ich hatte immer mal Bock auf wirklich Ja. knallrote Haare. Das war immer so, wollte ich einmal im Leben gemacht haben. Ne? Das gehörte dazu. Ja, also Pumuckl stand es definitiv besser. Finde ich super. Ja. Wann hast denn du gemerkt, Christine, so dass du in der Musik vielleicht den nächsten Schritt gehen kannst? Viele haben ja, singen ja in Bands, viele singen auch in Coverbands. Wann war für dich klar, wow, mit der Musik, das kann schon größer werden? Und ist es ja letztendlich auch geworden. Wann gab es da so einen Impuls vielleicht auch bei dir? Wie war das damals? Aber es ist schwierig, einen solchen Schritt selbst zu entscheiden, weil viele Faktoren wichtig dafür sind. Also A, brauchst du wirklich ein Team. Never ever, kann mir keiner erzählen, schaffst du das allein. Never ever. Du brauchst auch kreative Menschen, die Ideen haben, die dich sehen, die dich auch entdecken, natürlich nachdem du dich entdeckt hast und so weiter. Und ich mache alles aus reinem Gefühl. Also es ist ganz schwer, das zu erklären. Auch meine Songs. Also wenn mir jetzt Matthias beim Songwriting erklärt, das ist jetzt die None und das ist die Moll-Parallele, die du im Refrain geben musst, damit der Song aufgeht, dann denke ich so, okay. Aber ne, also ich habe ihn so geschrieben, aber ich könnte dir ganz schwer erklären, was ich da jetzt mathematisch, musikalisch gemacht habe. Und so war es eigentlich auch bei meinem Lebensweg, dass ich gemerkt habe, hier geht was. Eigentlich muss ich ehrlich gestehen, ab dem jetzigen Album stark. Da habe ich gemerkt, ich glaube, da geht was, weil es sich auch für mich anfühlt. Ich brauchte aber auch diese Zeit, also diese Entwicklung, diese, wer bin ich? Ich glaube, das ist total normal. Und wenn sich etwas richtig anfühlt, dann bitte mach es. Nicht drüber nachdenken, einfach machen. Wenn man über Christine Stark was liest und wenn man auch so Meinungen liest auf Portalen, sagt wirklich jeder, und ich habe es bis jetzt auch noch nicht einmal anders gehört, dass du immer so geblieben bist, wie du auch vor Jahren warst. Bodenständig, fannah. Ist dir das besonders wichtig, das auch so zu behalten? Man spürt bei dir eine gewisse Dankbarkeit, dass du das erleben darfst, was du gerade erlebst. Oh ja, doch, natürlich, weil diese, auch da wieder, das ist ja kein Punkt, den ich alleine erlebe. Ne? Jetzt stell dir mal vor, ich würde mir das tollste Make-up auflegen und den Mega-Hit schreiben und dann singe ich den nur vom Spiegel vor mir selbst. Nee, also das ist es nicht. Das ist es nicht, warum ich das so gerne mache, was ich mache. Und ich bin einfach auch, glaube ich, so erzogen worden. Also meine Family ist sehr, sehr, die grüßen jeden auf der Straße so Moin und Hi und mit den Nachbarn kommt zum Kaffee trinken. Also so offenherzig. Und ich glaube, das, was dir beigebracht wird, das gibst du auch wieder zurück. Und mir hat man beigebracht, behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und wenn ich jetzt sehr undankbar oder von oben herab agieren würde, ob bewusst oder unbewusst, glaube ich, würdest du das zurückbekommen. Also ich glaube an Karma. Das, was du gibst, das kriegst du zurück. Und das, was du säst, das erntest du. Sehe ich ganz genauso irgendwie. So, Christine, jetzt blicken wir nochmal ganz kurz aufs nächste Jahr hinaus. 21. Was ist musikalisch geplant? Natürlich hoffst du wieder auf die Bühne zu kommen, ja, aber gibt es schon konkrete Pläne auch mit neuer CD? Gibt es vielleicht ein neues Album 21? Auf was dürfen wir uns freuen? Ja, also wenn es denn so kommt, wie es kommen soll, darf, bitte, dann wird es sehr wahrscheinlich ein neues Album geben. Ja, also wir arbeiten schon Mega. fleißig, sind kreativ.
Ich habe auch noch ein, zwei andere Überraschungen, die ich aber wirklich, ich darf sie nicht mal andeuten, aber ich hätte so Bock drauf. Ich würde am liebsten einfach nur Das ist, glaube ich, ganz schlimm, ne? Wenn man irgendwas unbedingt erzählen möchte und darf es nicht. Über Monate muss man das ja teilweise manchmal halten, ne? Ja, das ist so gemein. Also bleiben wir bei den Fakten. Es kommt ein neues Album. Ich werde definitiv jede Veranstaltung mitnehmen, auf die ich eingeladen werde. Ich werde definitiv, wenn es dann erlaubt ist, jeden Fan in den Arm nehmen, weil sollte man uns das wieder nehmen, Ja. dass wir uns wieder über ein Jahr nicht sehen, dann habe ich wenigstens vorher aufgetankt und kann sagen, so, ich habe euch jetzt alle gedrückt. Jetzt kann ich ein Jahr, wenn es denn sein muss, abwarten. Aber es kommen tolle Sachen. Es kommt auch ein Punkt, den ich so noch nie erlebt habe als Künstlerin, den ich erleben darf. Und darauf freue ich mich am aller, 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 allermeisten. Und ich werde das auch bestimmt irgendwann bald verraten. Also ich bin dran. Es gibt neue Songs, es gibt ein neues Album, es gibt neue schöne Fotos und Videos. Bin ich ja eh immer fleißig, ihr kennt mich ja. Ja. Mit Sicherheit auch wieder Fernsehen, aber ich möchte live daraus. Also wenn man mich jetzt fragen würde, du hast die Wahl, Kaffeekränzchen mit 10 Fans oder eine Silbereisenshow, dann würde ich sagen, gib mir das Kaffeekränzchen. Ich brauche endlich die Bühne Aber live. ganz wichtig, zu dem Kaffeekränzchen muss es dann aber auch eine Flasche Bier geben, ne? Vorher zumindest. Wir können das Kaffeekränzchen ja so ein bisschen nach hinten schieben, dann Ja. ist das wieder okay. Christine, zum Ende, es ist ja schon wieder fast rum, unsere halbe Stunde. Darfst du natürlich jetzt noch ein paar weihnachtliche Grüße an deine Fans richten, die ja wirklich wieder aus Deutschland, Österreich, aus der Schweiz hier heute dabei Ja. sind und dabei waren. Gehört dir der Moment. Ja, ihr Süßen, was soll ich sagen? Es ist immer so ein Moment, wo ich so ganz, 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 ganz viel sagen möchte, aber eigentlich bedarf es nur ein paar Worte, die wirklich von Herzen ehrlich gemeint sind. Bitte, 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 bleibt gesund, habt ein unfassbar heiteres, fröhliches, besoffenes, liebevolles, gesundes, witziges Weihnachtsfest mit euren Lieben, soweit es euch möglich ist. Rutscht gut ins neue Jahr und wenn es 0 Uhr schlägt und 2021 ist, dann bitte jubelt alle genauso wie ich, dass wir sagen können, wir haben ein Jahr überstanden. Und ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich auf den Moment, wo ich euch alle wiedersehen kann oder neu kennenlernen darf, natürlich. Also fühlt euch sowas von gedrückt und bleibt stark. Mua. Ach, großartig. Ein tolles Schlusswort. Christine, ich jubel auch, weil ich wieder eine schöne halbe Stunde wieder hatte. Das war großartig. Ich sage ganz herzlich Dankeschön. Grüß den Matthias schön. Bleibt Mach ich. gesund. Feiert schön Weihnachten und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr irgendwo an der Bühne auch mal wieder. Und bleibst du, wie du bist. Das ist das Allerwichtigste, weil du bist großartig. Alles Gute für dich. Dankeschön. Dito, Dito, Dito. Mua. Tschüssi. Tschüss. Ach, ist die nicht großartig, die Christine Stark. Da habt ihr schon recht. Tolle Künstlerin. Mensch, sehe ich mich fast verdrückt. Das war's schon wieder bei Stars um 6. Morgen gibt es wieder Sascha Heiner hier. Ich weiß gar nicht, wen er zu Gast hat. Aber egal, freut euch drauf. Und ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Weihnachtsfest. Ich bin nächstes Jahr wieder für euch da. Im Januar an einem Samstag freue ich mich auch schon drauf. Bis dahin bleibt gesund und genießt die Weihnachtsfeiertage so gut es geht. Und bis bald. Tschüss, sagt euer Jan. Ciao.